Ruhe an, ich hätte gerade irgendwie Bock weiterzumachen, also die nächste Aufnahme folgt sofort. Mir ist nur gerade aufgefallen, dass wir vielleicht unseren VM-Sklaven noch ablegen sollten. Aber erstmal, Juhu an allen, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot Ditto Challenge. Im letzten Part sind wir auf der Zinnoberne-Insel angekommen. In diesem Part werden wir uns ein bisschen mit dem Pokémon-Haus beschäftigen. Das halt oben ist, denn dort müssen wir einen Schlüssel abholen, um in Pyros Arena reinzukommen. Jeder, der Pokémon schon mal gespielt hat, erste Gen, Standard, sollte jetzt kein Geheimnis sein. Ich zeig's trotzdem nochmal. Ich will in die Arena. Die Tür ist verschlossen. Genau. Pokémon Haus. Betreten verboten. Eltern haften für ihre Kinder. Nein, Kinder haften für ihre Eltern. Hier gibt es sehr lustige Dinge zu sehen. Zum Beispiel ein wildes Pokémon. Ja, Knopfnopf, aka Smogon. Haben wir eigentlich noch einen Ditto Level 38? Das würde mich mal interessieren. Nein! Sehr schön. Kleine Lobgeräusche an mich selber, weil ich so awesome bin. Denn ich bin der Awesomeness-Gruppe beigetreten oder so. Jetzt darf ich es offiziell sagen. Ich bin awesome. Selbstwertgefühl wieder ein 0,537% gesteigert. Um Pi gesteigert, um 3,1456 oder so. Und hier liegt ein Item. Fluchtzeile! Ich weiß nicht, ob wir in einem Part die Höhle schaffen. Ich werde die wilden Kämpfe mal kurz ein bisschen skippen. Was meinst du dazu? Flucht unmöglich? Willst du mich verarschen? Scheiß Radikal. Oh, du hast mich überrascht. Ich dachte, du wärst ein Geist. Und ich dachte, du bist ein Teenager, der hier nichts zu tun hat. Raus aus meinem Haus. Teenager Mark. Mit einem Retter. Okay. Und unser Angriff singen. Ist mir egal. Wandelattacke. Jetzt bin ich auch ein Retter. Bam, 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 bam. Wir machen den Biss. Den wollte ich eigentlich auch gerade eher machen. Denn die Paralyse bringt doch, weiß jetzt noch was um, bevor mein Bein einschläft. Oh yeah, Funflags, Dinge, die auf jeden Fall jeder wissen wollte. Denn jetzt ist das Scheiß, wie nämlich schneller, das mag ich überhaupt nicht. Ernsthaft? Und das Spiel trollt again. Hä? Ich bin... Das macht auch keinen Sinn. Ich bin schneller als ein Retter an, obwohl ich dieselben Werte habe und ich paralysiert bin, Spiel. Aber hat die Paralyse noch keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit hier? Ich verstehe es gerade nicht. Ja, ich glaube, Copy 2, aka Retter an, hat einen ziemlich miesen Spezialangriff. Wobei es eigentlich egal ist, aber hier bekomme ich höchstens noch Step drauf. Und ich schrecke zurück. Natürlich schrecke ich zurück. Ich kann nicht zurück das Pokémon hintersehen, wie ich es sehe, wenn Copy 2 gleich down ist beim ersten fucking Pokémon vom ersten fucking Trainer. Ach so, Schimpfwörter. Ach, zu spät. Ach, schade. Immerhin habe ich keine Full Para. Oh, ihr merkt eure Stärke, nachdem ich ihn damit zugespammt. Ja. Genau so sehe ich das auch. Spiel. Genauso! So und nicht anders. Es gibt Leute, die wirklich mitfiedern, ob ich das schaffe, nur mit Ditos durchzukommen. Ich denke schon, auch ich werde es auf jeden Fall schaffen. Das wird halt nur sehr nervig. Das ist halt so eine Nervensache. Vor allem mit einem Pokémon. Ich glaube, die Pokémon-Liga wird auch gar nicht so derartig schwer werden. Glaube ich, also jetzt Vermutung, das heißt nicht, ich gehe ja durch, oh, easy. Nein, das heißt es nicht. Ich werde natürlich Items und den ganzen Scheiß mitbringen. Meine Ditos werden ungefähr die nächste Level von den Champ haben müssen, sollten. Oder stärker, Stärke geht immer. Das wird schwierig, aber nicht unmöglich. Es ist halt einfach nur harte Nervensache. Zwar so richtig harte Nerven, so. Ich
weiß ja nicht, wie ich es mache. Wahrscheinlich jeder einzelne Top 4 Typ wird ein Part oder so. Ich weiß es nicht. Aber es ist dann noch ein bisschen hin. Ich meine, wir machen jetzt das Haus hier, dann die 7. Arena, dann kommt Action auf der Insel Action, nenne ich es mal. Dann zu Giovanni. Durch die 7. Straße. Das sind, glaube ich, noch so 10, 20 Parts. Ich werde versuchen, das Ganze unter 100 zu halten, weil ich kriege ja auch die Krise. Ich bekomme dann auch die Krise. Machen wir halt bis. Weil das nächste Projekt, wie gesagt, steht schon in den Startlöchern. Das nächste Projekt ist bereits fertig aufgenommen. AKA, Spoiler, ist Alarmstufe Rot auf die Alliierten-Kampagne. Auf Gehen die Sonne kommt auch, aber wie gesagt, this may take a while. Erst hat Gecko deine Aufnahmen verloren und haben es gemeinsam aufgenommen. Jetzt ist deine Festplatte wieder Schrott. Das kann noch eine Weile dauern. Spoiler. Nicht überzahlen. Und bam. Überreste, heile mich ein bisschen. Voll Überzahl. Verhyperzahn zurück. Also eine. Egal. Egal. Ist doch egal. Ich weiß nicht, ob Ruckzucki peilen wird, deswegen mache ich nochmal den Hyperzahn. Und tschüss, Radikal. Mark. Psst, ich kann nicht gewinnen. Psst, don't tell someone. Oder so. Ich habe das Gebiet hier auf alten Erforscher geforscht, aber es ist so gruselig, ich muss bald weg. Was sagst du dazu? Ein versteckter Schalter. Drücken? Ja, wer wird es nicht tun? Ich, in real life. So, dein anderes sieht davon setzen. Ja, ich will die Tasche jetzt noch erkunden, ne? Tausch mit Copy 6 oder so. Ja, die Düsen sind immer noch unterschiedlich schnell. So. Man kommt ja trotzdem nicht so viel weiter. Man kommt ja noch ein anderen in der. Ja, was ist los? Ich kann nicht reden. Ja, den Part nehme ich auf jeden Fall jetzt noch auf. Und. Die sind zu schnell, glaube ich. Warum sind die zu schnell? Welches Dito hatten wir? Die Flinkklaue. Schattenglas, Überreste. Copy. Überreste. Hast du die Flinkklaue oder das besiegte Pokémon? Okay, das besiegte Pokémon. Genau, das sieht was besiegt ist. Okay, da unten liegen. Vulcano. Nee, wir machen gerade noch die radikale Angst. Warum? Oh, das wird böse. Bitte, ich brauche Items, die meinen Init erhöhen. Schutz haben wir vor allem ein, okay. Calcium, Psy-Angriff. Angriff, es bringt mir aber auch, es bringt mir doch alles nichts. Also wenn die wilden Pokémon meine Ditus ausbieten, ist das schon mal ziemlich scheiße. Ah, komm schon, leck mich. Das ist ja mal scheiße. Ich meine, hey, ich bin über 10 Level höher als die. Okay, die starken Radikalsten nicht. Oh je. Oh Gott, das ist die Dude. Oh, ich wollte ja nicht als Tür. Ja. Machen wir das jetzt am besten. Ich bin aber zu geizig, mir Schutz zu holen. Habe ich was mir garantiert? Ein Rauchball oder so? Gab's das schon? Gab's in dem Spiel Rauchball? Gab's in dem Spiel schon was mit Rauchball? Ich glaube schon. Aber ich weiß nicht, wo es den gibt. Ja, Meisterball gab's schon. Nein, Rauchball ist ein lustiges Item. Das gibt man in Pokémon und kann immer fliehen, egal was ist. Das ist genau das, was ich gerade brauche.
Oder ein Schutzband. Ja, komm. Das hat irgendwie nichts gebracht und so. Ja, Krummlöffel werde ich glaube eher nicht brauchen. Das Problem ist, das haben wir ja schon mal probiert, das funktioniert aber irgendwie nicht. Das Schutzband. Ich weiß nicht. Ich versuch's nochmal. Hier, Copy to. Mit Schutzband. Wie gesagt, ansonsten schaue ich mal zwischen den nächsten Part, ob es den Rauchball hier schon gab und wo zur Hölle ich den finde. Wenn ja, dann hole ich mir den auf jeden Fall. Wenn nein, dann. Du da! Ich finde keinen Weg nach draußen, das ist eine Irrsgarten. Du gehst da vorne, die Treppe runter und immer geradeaus. Nein, das ist viel zu einfach. Okay. Du Dieb, du. Muhaha. Ein Dieb mit Glumanda greift an. Style-Punkte für Glumanda. Nein, Style-Punkte für Dito. Deine Mutter bringt Style-Punkte. Nein. Flammenwurf. Dieser Tag ist nicht sehr effektiv. Metall, Graue. Und so. Aber Flammenwurf zieht immer noch mehr ab. Das ist, ich glaube, obviously. Das sollte sehr viel mehr abziehen. Ist zwar nicht sehr effektiv, bekommt aber Step. Und ich meine, der Glumanda spielt seinen Griff ist wesentlich besser als der normale Angriff. Nur so eine Vermutung, warum rede ich so komisch? Ich habe keine Ahnung. Grimasse, auch gut. Schaust du mich an, senkst meine Init. Ich bin aber jetzt schon langsamer als du, also eine Grimasse reicht ja für gewöhnlich. Und tschüss! Am besten setzt du jetzt noch wieder da ein. Nein, du setzt Glutexo ein, aber. Ich habe jetzt keine Angst vor. Wahrscheinlich kann der eigentlich mal Flammen auf. Okay, ich nehme es zurück. Flammenwurf mit Crit, bitte. Okay, ich wechsle aus, denn ich möchte nicht, dass mein Tito jetzt down geht. Weil das. Wait, ist noch kein wildes Pokémon gekommen, kann das sein? Es funktioniert! Unglaublich! Yay, yeah, ich bin auch ein guter Text. So. Okay. Oh, bin ich müde. Kann morgen sogar ausschlafen. Unglaublich, ne? Da müssen wir trotzdem Mengen zu tun. Hey, Futter vorbereiten. Dokument weiter schreiben. Und dann ist halt auch Big Action Tag. Damit sind ziemlich viele Scheißtermine aufeinander. Aber. Das ist nicht schlimm. Denn ich kriege das hin. Denn ich bin dran. Und tschüss, Glutexo. Arnie! Oh nein, meine Beute! Du hast hier einen Glumanda Glutexo gefunden, wo? Die Tür kannst du mit Schalt abschließen und öffnen, das weiß ich doch, aber ich glaube, das werde ich erst. Oh nein, 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 nein. Danke. Ich werde das, glaube ich, erst aktiv im nächsten Part tun. Irgendwann kommen nur noch die starken Pokémon, nächstes Mal. Zink! Zink erhöht irgendwas, was wichtig ist, wie zum Beispiel Geschwindigkeit. Spezialverteidigung war okay. Kann nicht schaden. Wir können ja mal schauen, was ist unser schnellstes. Was ist unser schnellstes Dito? Okay, Init 56. 46. 49. 58. Okay. 55. Das ist glaube ich unser Best of Dito, kann das sein. Hat die meisten KP und ist am schnellsten. Es kommen aber noch die Radikals und tschüss. Nein, möchte ich nicht. Oh komm, leck mich. Okay, ist offenbar das unser Speed-Up.
Item bringt doch irgendwas. Ich sammle jetzt noch die Ibis und die Einzelnen, falls es jemand interessiert. Jetzt passiert nichts mehr Spannendes, sammle die Items ein. Erinnere nachher zurück ins Pokémon Center. Gebe Copy One, glaube. Calcium bewirkt nochmal was. Ich glaube Verteidigung. Spezialangriff, das bringt mir. Ich behalte die Items trotzdem, und zwar um sie irgendwann mal gegen unser Copy vor einzutauschen. Okay, Leute, im nächsten Part geht's hier weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt's mir in die Kommentare. Wenn nicht, auch gut. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Ciao.